Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt. Banished, herzlich willkommen hier wieder in unserer Stadt Freistadt und mit unserer kleinen Expansion, die wir hier vorantreiben. Es regnet mal wieder. Irgendjemand hat mir geschrieben, ich könnte den Regen ausschalten. Ja. Wäre dann nicht mehr so realistisch, wie es so ist. Regen gehört ja auch dazu, obwohl hier oben Sonnenschein angezeigt wird. Regnet's. So, hier bin ich immer noch am Überleben. Moment mal, stopp. Ist das der richtige Spielstand, den ich hier habe? Eigentlich dachte ich, es wäre der richtige Spielstand. Ja, ist er auch. Ja, ist er auch. Also, kein Problem. Wir haben den richtigen Spielstand erwischt. So, wir befehlen schon mal hier die Felder abzubauen. Wie funktioniert die Fischerhütte hier? Geht da ein bisschen was voran? Wieso haben wir da Leder geholt, ha? Leder aus dem Fluss? Das muss ein kleiner Fehler sein. So, der hat 50 Klamotten geschneidert und ist am Limit. Dem fehlt wahrscheinlich Kohle. Was ich nicht verstehe, weil sich hier die Kohle stapelt. Hier sind Rohstoffe gelagert ohne Ende und das hier ist fast leer. Also, können wir vielleicht noch ein bisschen optimaler die ganze Verteilung machen. So, die haben 500 Feuerholz zusammengehackselt. Das ist auch schick und trotzdem haben wir noch Bäume und zwar 540. Also da haben wir extremst gute Arbeit geleistet, was die Rohstoffversorgung angeht. Momentan haben wir ein kleines Problem, was Eisen betrifft und ja, da hat mir auch jemand geschrieben, Steine und Eisen kannst du überall auf der Karte abbauen. Richtig, mit langen Wegen kann man hier natürlich den ganzen Kram runter sammeln von der Karte. Allerdings ist es nie schlecht, wenn man so eigene Werke in der Nähe von der Stadt hat, um eben ja, mehr und flexibler zu produzieren. So, es wird Zeit, dass da oben das Feld leergeräumt wird. Aber da sind momentan gar keine Baukräfte irgendwie an der Arbeit. So, hier hat man jede Menge Zeug beigeschleift, wo sich die Leute dann bedienen können. Deshalb würde ich sagen, wenn wir Häuser bauen, dann hier hinten. Um dem Ganzen ein bisschen Sinn zu geben, was wir hier haben. So, da können wir schon mal nicht bauen. Trifft sich gut. So, hier könnten wir bauen. Da können wir ein Haus bauen. Da können wir eins bauen und das nebendran kriegen wir nicht mehr hin. Tja. Gute Frage. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt so viel Land bauen. Also so viel, wie heißt's, Häuser brauchen. Eigentlich hatte ich bisher das Gefühl, dass wir recht gut versorgt sind. Ah, Friedhof wird noch gebaut. Da sind sie also gerade am Werkeln. Mal die Baukräfte ein bisschen hochfahren. So haben wir vielleicht die Chance, dass hier andere Sachen parallel gebaut werden können, wie zum Beispiel hier oben das Feld. Da geht es auch schon mal ein bisschen voran. Da werden zumindest mal die Sachen, die da draufstehen, wie es aussieht, gerade entfernt. Dass wir das Feld als Feld kriegen. So, da haben wir es dann schon. Da wollen wir Korn anbauen. Wir wollen dort einen Bauer einstellen und ja. Machen wir es einfach so. Wobei hier wollen wir sogar zwei Bauern einstellen. Das
So, jetzt wird ein Schiff angekommen. Mal gucken, was der hier zum Handeln hat. Der hätte Weizensamen. Für eine unvorstellbar hohe Preismarge. Tja, keine Ahnung, wie ich das realisieren soll. 3125 wert. Da kann ich vermutlich nicht ganz mithalten. Mal gucken, was wir hätten. Ja, sind wir weit weg davon, würde ich mal behaupten. Fehlen noch ein paar tausend. Ich würde sagen, wir bestellen bei ihm trotzdem wieder Samen, dass die immer mal Samen mitbringen, wenn sie in der Gegend sind. Und ansonsten, fahren wir hier mal alles runter auf Null. Können wir uns momentan nicht erlauben. So, da werden schon Häuser gebaut. Also die Arbeitstrupps sind schon kräftig dabei, hier die Lücken zu schließen. Und haben wir den hier fertig? Nee. Da fehlt auch nur noch der Arbeitskraft. Da ist aber einer dran. Einer baut hier. Von unseren vier Arbeitern. Das hier gibt die Mine, die dann Eisen produzieren soll. Das ist die Mine, die Kohle produziert. Gar nicht mal wenig. So, jetzt sind hier vier Leute eingetroffen, die an der Mine arbeiten. Das finde ich gut. Da bin ich positiv überrascht. Ich hoffe, die bleiben alle da und ich hoffe, die treiben das da jetzt mal kräftig voran. Weil 100 Punkte, das dauert. Das ist ein Großprojekt eigentlich für uns. So, was ist hier passiert? Wieder einer gestorben wegen alten Alter. So, und da haben wir 80 Gräber auf dem Friedhof und eins ist davon jetzt belegt. Und das sollte die Stimmung heben, dass wenn jetzt Leute sterben, dass sie dann auf den Friedhof kommen. Und hier liegen überall schon die Fundamente, das heißt, das Material ist da. Nur gebaut werden muss es noch. Was ist hier passiert? Tja, so geht's. Da bauen wir neue Gebäude und schon werden die Leute hier abgezogen. So, jetzt sind wir an zwei verschiedenen Stellen hier schon mal am Arbeiten. So, der fährt weg. Den brauchen wir da nicht mehr. Ja, die sind alle schon fertig mit ihrem Job, wie es aussieht. Das ist super. Hier fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir hier eine Mine, die Eisen produziert. Sonst momentan fehlt sind eindeutig Leute, die Sachen von A nach B transportieren können, wieder mal. Also stinknormale Laborer. Davon haben wir irgendwie immer zu wenig. Sollte sich aber bei uns auf Dauer auch wieder eingrenzen, wenn wir eben mehr Bevölkerung kriegen. Schade ist, dass momentan so viele Leute aufgrund von Altersschwäche sterben. Und dafür haben wir eigentlich nicht genügend Nachkommen. Und wieder einer tot. Und noch einer tot. Oh, das ist schlecht. Das ist jetzt schlecht. Das war ein Fehler, was ich da gemacht habe. So, ich muss die mal runterfahren. Jetzt haben wir null Arbeiter. Und das ist ein Problem.
Schmeißen wir da zwei Bauarbeiter raus. Mit zwei Stück sollte man das eigentlich ganz gut bauen können, was die da noch zu bauen haben. Ja, sind wir mal gespannt, was das hier so für Erträge bringt, wie das Ganze dann so funktioniert und läuft. Wir haben momentan so viel Nahrungsmittel, dass ich sogar überlegen könnte, hier nochmal ein paar Fischer zu feuern. Das hört sich blöde an, wenn ich das im ersten Moment sage, aber vielleicht können wir da auch noch auf einen verzichten, um eben ein paar Laborer mehr zu kriegen. So, da ist wieder eine Ausbildungsstelle frei geworden. Also sprich, einer, der hier vorher Student war, ist jetzt Arbeiter geworden. Ein neues Baby wurde geboren. Das ist doch cool. Also so ist cool. Ich hätte gerne mal ein bisschen größere Bevölkerung. Dafür bräuchten wir noch ein paar Babys mehr. So, die sind noch am Sehen. Bei den anderen können wir schon wieder die Ernte einläuten. Im frühen Sommer sind die Felder schon fertig zur Ernte. Das ist ein Abenteuer. So, vor allem das große Feld hier. Das wird mich in Aufmerksamkeit versetzen, was da runterholt, also was wir da abernten. Ob sich das lohnt. So, jetzt komm, gehen wir über 70%. So, bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft hier am Ende. So, wieder wurden neue Kinder geboren. Das ist immer gut. Das ist immer sehr, sehr, sehr gut. Da werden Häuser fertiggestellt. Da wohnen dann auch schon Leute drin. Okay, einzelne Leute wohnen in den Häusern. Das ist nicht ganz so toll. So, und wieder ist einer gestorben. Alter Schwede. Ja, uns stirbt langsam die ältere Bevölkerung weg und es kommen nicht genug Kinder nach. Ich meine, gerade wir wären hier in Deutschland. Komm, könnt anfangen, das Feld hier abzuernten. So, der hier, wie gesagt, holt Kohle raus. Der hier soll Eisen rausholen aus dem Berg, aber irgendwie macht er momentan nicht wirklich was. Keine Ahnung, wo die das lagern. Oder ob die überhaupt schon irgendwas abgebaut haben. So, das Haus hier, das ist nicht mal bewohnt. Wir haben zwei freie Häuser. Aufgrund der Tatsache, dass wir weniger Bürger haben wie Häuser. Weniger Bürger wie Wohnraum. Tja, ich frage mich langsam wirklich, ob wir hier die Kurve kriegen. Normalerweise sollen hier zwei Leute drauf arbeiten, also soll es da normalerweise auch vorangehen. Was das Ernten angeht. Warum sich hier nichts mehr tut, weiß ich auch nicht. Und warum hier nichts geht, ist mir auch ein großes Rätsel. So, jetzt wird da abgebaut. So, wieder neues Kind geboren. Drei Studenten ist eigentlich viel zu wenig. So, wie viel Eisen oder Feuerholz haben wir denn? Ich könnte mal das Feuerholz noch ein bisschen aufstocken. Ich kann mir da auch mal 150 Stück hinlegen und vielleicht 200 Eisen. Ach, sagen wir auch 200 Feuerholz.
Wir müssen hier mal ein bisschen Wert ansammeln. Ja, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das sage, aber irgendwie brauchen wir mehr Wert. Wo haben wir einen Squash? Da unten. Können wir auch mal 200 Squash rüberbringen. Und Korn haben wir ganz viel, sehe ich gerade. Vielleicht können wir auch mal Korn. Also ich meine, das sind alles Sachen, wo ich dann die Hoffnung habe, dass wir damit auf den Wert kommen, dass wir uns mal neues Saatgut kaufen können. Weil es ist schon ein kleines mittleres Drama, dass da momentan bei uns so gut wie nichts vorangeht. Und dann sollten wir mal gucken, dass wir irgendwo Eisenvorkommen finden. Ich glaube, wir haben da oben Eisenvorkommen gefunden. In sehr großem Stile. Sollen sie mal dahin gehen, die Arbeiter, die wir frei haben, und sollen da mal ein bisschen Eisen abbauen. Weil wenn wir eins brauchen, dann Eisen. Eisen hat für uns momentan mit den höchsten Wert, weil es einfach den Wert 5 hat. Die Nahrungsmittel hier, die haben gerade mal den Wert 1. Das ist ja erschreckend. Naja, sind wir mal gespannt, was wir hier noch so rausholen können. Wir werden hier die Landschaft um uns rum ganz schön ausquetschen noch. Aber wir dürfen es auch nicht übertreiben. Wir brauchen irgendwie Nachhaltigkeit. Weil wenn wir einfach nur uns auf die Güter verlassen, die hier auf der Oberfläche liegen, dann wird das ziemlich schnell ziemlich eng, würde ich mal behaupten. Dann schießen wir uns da selbst ins Knie. Das wird uns auf Dauer keinen Spaß machen. So, Häuser bauen brauchen wir also nicht mehr. Wie gesagt, da haben wir leerstehende Häuser. Gerade mal 30 Bürger. Eigentlich müssen wir jetzt darauf warten, dass wir mehr Bürger kriegen. Hört sich doof an, aber ist echt so. Das ist jetzt die Währung, die für uns viel wichtiger ist. Tja, ist irgendwie doof gelaufen, ne? Überall jede Menge Leute beschäftigt. Was uns fehlt, sind Arbeiter und was uns fehlt, sind Bürger. Die wir zu Arbeiter machen können. Und die Rohstofflager, die nehmen rapide ab. Alles nicht so wirklich toll momentan. Was sollen wir nur tun? Versuchen wir es mal so. Wir bedienen uns mal wieder an unserem natürlichen Umfeld und machen mal wieder ein paar Bäume platt. Was setzen die denn so um? Geht eigentlich. Ja, ich würde sagen, geht eigentlich. Was hat das Feld hier für einen Ertrag gebracht? Der war natürlich auch sehr, sehr gut. Und schon wieder jemand gestorben an alter Ja, uns sterben die Leute weg. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Wir müssen zusehen, dass wir hier mehr Bürger kriegen. Ich will mehr Bevölkerung. Hm.
suboptimal. Das ist nicht, was ich will. Gott, 3 Eisen hat er aus dem Bergwerk rausgeholt. 3 Eisen. Wenn wir mehr Leute hätten, könnten wir mehr Arbeiter dort einsetzen. Dann würden wir da auch mehr rausholen. Dann würde sich das lohnen. Aber so ist es momentan ein bisschen. Ich weiß auch nicht. So, wir haben 7 Kinder, 4 Studenten und 29 Bürger. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell jetzt noch ein paar Kinder dazu kriegen. Ich meine, unser Nahrungsmittelangebot ist hervorragend. Die Leute müssen nicht frieren, sie haben Feuerholz, sie kommen über den Winter, sie kriegen Nahrung. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Die müssten doch hier wie die Karnickel, also wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, schauen wir mal. Tja, 3 Eisen. Mächtig. Wirklich mächtig. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie man da oben den Output von Kindern ein bisschen erhöhen kann. Ich habe schon leerstehende Häuser hier, also Häuser bauen ist mit Sicherheit hier nicht die Lösung aller Dinge, um Nachkommen zu kriegen. Und ich bin auch momentan am Überlegen, ob das hier wirklich so hilfreich ist. Wir haben hier 200 Eisen und 200 Feuerholz liegen, wir haben hier Nahrung liegen, wir haben hier alles Mögliche liegen und irgendwie habe ich so den Eindruck, wir kommen trotzdem nicht dazu, mit denen richtig Handel zu treiben. Oh, Eisenwerkzeuge bringen 8. Okay. Vielleicht sollte man noch ein bisschen Eisenwerkzeuge hier einführen. Nahrungsmittel sind wohl nicht so das beliebte Handelsgut. Das mögen die wohl nicht. Gut, wie das Ganze hier weitergeht, sehen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ja, schauen wir mal, wo uns das mit Banished noch hinführt. Wir haben einige Bauprojekte jetzt hier abgeschlossen. Wir haben auch einige Aufträge hier, wo die Leute Materialien abbauen sollen. Ich hoffe, dass wir unsere Rohstofflager wieder auffüllen können. Und wenn die aufgefüllt sind, schauen wir mal, was wir mit den Rohstoffen anfangen können. Bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.